Faustballfamilie ist definitiv nicht aus Zucker, denn auch bei Regen, Wind und Kälte gaben die 215 Teams noch einmal richtig Gas, um auch am zweiten Wettkampftag um die Siegerpokale zu spielen. Ja, moin, wir sind seit 10 Jahren hier beim Wedding Cup, spielen hier aktiv mit als Güstrower Mannschaft und es ist egal, wie das Wetter hier ist, Hauptsache wir haben Spaß und können hier punkten und siegen. Am Vortag gab es ja bereits viele Sieger in den ersten 6 Klassen, so auch der Nachwuchs des SV Köpschütz. Sie belegten einen tollen zweiten Platz in der U12-Klasse und wollten auch heute noch einmal richtig abräumen. Hallo, wir sind vom SV Köpschütz aus Sachsen, sind gestern das erste Mal zum Wedding Cup mit der U12 da gewesen und haben den zweiten Platz belegt. Und heute sind wir mit der U14 männlich und weiblich hier und hoffen auf weitere Erfolge und verabschieden uns von einem kräftigen SV Köpschütz. Besonders großen Andrang gab es im Food Corner. Ein heißer Tee oder Kaffee half natürlich den kalten Temperaturen zu trotzen. Aber auch für Fleisch, Bier, Kuchen oder Glühwein war gesorgt. Doch nicht nur das. Die Berliner Turnerschaft organisierte auch Schlafplätze. So wurden 4 Sporthallen in der Nähe zur Verfügung gestellt, um die angereisten Teilnehmer unterzubringen. Wir wollen uns nochmal bei unseren Berliner Freunden bedanken für die gute Unterkunft und das Frühstück hier beim Wedding Cup. Es war ein sehr schönes Turnier dieses Wochenende wieder. Das Wetter hat nicht so mitgespielt, aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Einem erfolgreichen Wettkampf stand also trotz des Wetters nichts mehr im Weg. Von den ganz kleinen U10ern bis zu den Männern aus der Bundesliga waren heute alle dabei. Die Jungs des SV Köpschütz konnten heute tatsächlich noch einmal abräumen. Sie besiegten die Hauptstädter des VfK Berlin in einem super spannenden Spiel mit 21:20 und freuten sich somit über den ersten Platz der männlichen U14. Wir haben das Finale gewonnen und es waren sehr schöne und spannende Spiele. Und wir haben uns sehr gefreut, was wir für eine Leistung erbracht haben. Und SV Köpschütz! In der offenen Frauenklasse siegten die Damen von Stern Kausdorf mit 20:13 gegen den TSV Staffelstein und konnten so ebenfalls den großen Pokal abräumen. Und in der Königsklasse der Männer-Bundesliga meldeten sich die Vorjahressieger des VfL Kellinghusen zurück. Sie besiegten die Lokalmatadore der Berliner Turnerschaft mit 20:12 und konnten den Wanderpokal somit direkt wieder mit nach Hause nehmen. Wir sind mal wieder hier in Berlin Wedding. Wie ihr schon aufsteht, letztes Jahr haben wir das Ding auch schon mal gewonnen. Dies Jahr mal wieder, tatsächlich ohne Schlagmann so richtig. Der hat sich noch am Freitag abgemeldet, mit ein bisschen Aua, verletzt. Und ja, dann haben wir noch kurz einen eingekauft, das großen Aspe. Und plötzlich haben wir doch den Pokal gewonnen. Total geil. Wir gratulieren natürlich auch den anderen zahlreichen Siegern und allen Teilnehmern, die dem Wind und Wetter getrotzt haben. Faustballer, der Wedding Cup ist Geschichte. Ich glaube dennoch, es war eine tolle Veranstaltung. Hier bei Wind und Wetter haben wir gespielt. Schön, dass ihr dabei wart, auch bei den widrigen Bedingungen, die wir dieses Jahr vorgefunden haben. Aber so ist die Faustballer-Familie. Wir sind eine große Gemeinschaft. Wir freuen uns, euch im nächsten Jahr hier begrüßen zu können und verbleiben bis dahin und sagen ciao, ciao, liebe Faustballer. Und auch wir freuen uns schon auf das nächste Jahr, wenn das weltgrößte Faustballturnier in die 35. Runde geht.